Es ist 19 Uhr und damit wieder Zeit für Ihre Webinardosis. Diese Woche am Montag geht's gleich los, hier mit Live-Trading und Analyse zu Gast bei Eiondo Markets. Mein Name ist Rüdiger Born und ich freue mich, dass wir die nächsten 60 Minuten gemeinsam auf die wackelnden Charts schauen können. Wir sehen können, was hier am Markt los ist. Einerseits wir vielleicht eine Einschätzung dazu finden, was wir kurzfristig oder in den nächsten Tagen jetzt umsetzen können, aber eben auch, wie wir rangehen wollen an den Markt. Doch bevor wir wirklich loslegen, jawohl, da sehe ich auch schon Bild und Ton, okay, also lieben Dank schon jetzt für das Feedback. Nutzen Sie das Ganze, schreiben Sie ruhig zwischendurch, was alles erlaubt. Also ist schade, wenn Sie dieses Chat-Tool nicht nutzen, um zwischendurch mal hier schneller, langsamer oder eben sich bestimmte Titel auch zu wünschen, sofern das eben möglich ist. Wenn ich kann, will ich die wichtigen Titel, sagen wir mal, im Laufe des Webinars dann auch ansprechen, auch das, was Sie sich wünschen. Wenn Sie so ein bisschen Nebenwerte nochmal haben wollen, dann können wir die ganz gerne am Ende dann nochmal gemeinsam im Schnelldurchlauf angucken. Also merken Sie sich das gerne vor, dass wir so die letzten paar Minuten mal gucken. Vielleicht können wir ein paar Minuten überziehen, dann auch da nochmal drauf gucken können. Für Sie als Hinweis schon jetzt, das Ganze wird aufgezeichnet, also freuen Sie sich, wenn Sie das Ganze nur so mit halbem Ohr mitverfolgen können. Freuen Sie sich darüber, dass Sie das gegebenenfalls nochmal dann in der Aufzeichnung sich nochmal antun können, wenn Sie das denn wollen. So, bevor wir aber loslegen, nochmal ein bisschen Prozedere. Sie kennen das Ganze. Ich muss auf zwei, drei Sachen nochmal hinweisen. Nämlich Nummer eins, ich selber bin nicht bei Iondo Markets angestellt. Das heißt, dass das, was ich Ihnen hier heute Abend erzähle, nicht notwendigerweise die Meinung von Iondo Markets, also dem Unternehmen, eben ist, sondern dass das meine individuelle Händlermeinung ist. Ganz besonders, weil wir auch auf dem aktuellen Chart nochmal schauen. Also das ist dann auf meinem Mist gewachsen, müssen Sie mit mir böse sein oder mir Blumen schicken, wenn es dann gut gelaufen ist. Nein, Spaß beiseite. Also darum soll es ja gar nicht gehen, hier zu sagen, was jetzt hier als nächstes ist, sondern ich möchte Ihnen ja ein bisschen mitteilen, wie man an den Markt rangeht und dann wollen wir natürlich gucken, wie wir das schon auch auf die aktuelle Marktsituation dann umsetzen können. Und das ist auch gleich das Zweite, nämlich dadurch, Sie sehen das hier selber, ich bin selber aktiver Händler und habe eine Vermögensverwaltung, habe also auch noch Händler im Hintergrund sitzen. Das bedeutet allerdings, dass es einen möglichen Interessenskonflikt gibt, dass ich Ihnen hier irgendwas brandheiß empfehlen könnte, mit den niederen Beweggründen, dass Sie mir den Markt hoch oder runter kaufen, je nachdem, in welche Richtung ich orientiert wäre. Das könnte natürlich sein und deshalb muss ich darauf hinweisen. Sie kennen das Prozedere, wenn Sie das schon ein paar Mal gehört haben. Also glauben Sie mir nicht, sondern gucken Sie selber, ob das Sinn macht, ob das auch aus Ihrer Sicht Sinn macht und nur nicht, weil ich jetzt sage, hier, das sieht ganz toll aus, alle mal nach rechts lehnen. Nein, deshalb sollten Sie das noch lange nicht tun, sondern natürlich gucken, dass es für Sie auch entsprechend passend ist. So, den Rest hier, den brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. Wir gucken gleich auf den Live-Chart. Ganz kurz der Hinweis, es gibt für Juni noch keinen fixen Termin. Ich muss gestehen, vielleicht gibt es den schon, aber ich habe ihn jetzt im Moment nicht auf dem Radar. Wir werden ab Juni, so wie es im Moment aussieht, allerdings nur noch einen Termin machen. Also wenn Sie sagen, ne, so doof ist das mit dem Born auch nicht, dann gucken Sie sich, dass Sie den Termin sich auf jeden Fall frei halten. Ich weiß jetzt allerdings ehrlich gesagt noch nicht genau, wann es sein wird. Also gucken Sie gegebenenfalls gerne auf meine Webseite. Den Link dazu sehen Sie unten links oder natürlich auf die Webseite von Iondo. Sie können es hier sehen, www.iondo.com. Da sind natürlich alle Termine von Iondo damit drauf. Also es ist, gibt eine ganze Reihe trotzdem noch als Angebot, eben nur nicht mit meiner Person. Also seien Sie da nicht traurig, sondern freuen Sie sich dann auf die anderen Webinare, die da angeboten. So, jetzt sind wir aber durch mit den Folien. Wir wollen ja auf den Live-Chart schauen. Und wenn alles klappt, jawohl, dann müsste der jetzt im Hintergrund hier sein. Allerdings, jetzt habe ich mir gerade doch hier meine Webinar-Software nach hinten geschoben. Also jetzt müsste das alles passen. Und wenn alles glücklich läuft, dann sehen Sie jetzt die Plattform, die Handelsplattform hier von Iondo Markets. Also, ich sehe hier schon, da kommen schon die ersten Titel rein. Also, wenn es um Einzelaktien geht, die gucken wir uns gerne an, allerdings dann eher im hinteren Teil, aber das sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, dann eher im zweiten Teil.
Merken Sie sich das Ganze, schreiben Sie es dann ganz, ganz gerne dann nochmal rein. Jetzt in dem vorderen Teil würde ich dann eigentlich eher, hier wünscht sich jemand zum Beispiel, oder kommen gleich hier, tickern hier schon mehrere rein, Euro gegen US-Dollar. Das ist natürlich ein Titel, auf den wir auf jeden Fall mal schauen wollen. Also eher mal so aktuelle Geschichten im breiteren Bild. Und wenn wir schon mit Währungen anfangen, wir werden natürlich den DAX auch gleich machen, aber ich habe Ihnen auch noch eine Währung mitgebracht, auf die ich gleich nochmal gerne gucken möchte. Aber schauen wir ruhig zuerst mal auf den Euro-US-Dollar, ja sicherlich ein wichtiges Währungspaar, und fangen wir ruhig mal damit ganz kurz an. Letztlich, und das ist mir ganz wichtig, normalerweise erzähle ich das schon bei den Einführungsfolien immer, es geht nicht so sehr darum, ob das jetzt hier Ihr Lieblingsmarkt ist. Also seien Sie jetzt nicht traurig und enttäuscht, wenn Sie jetzt sagen, ach Gott, Euro gegen US-Dollar, Währung handle ich gar nicht. Nein, nein, es geht hier viel mehr darum, eine bestimmte Herangehensweise zu verstehen, ein bestimmtes Marktverhalten wiederzuerkennen. Wenn Sie das haben, dann können Sie das auf allen möglichen Märkten anwenden und können Sie das immer wieder sehen. Also insofern machen Sie sich nichts daraus, wenn Sie hier Ihren Lieblingstitel nicht drin haben, aber ich sehe hier tickern schon eine ganze Reihe rein, also wir wollen die mal möglichst alle durchgucken. Ganz kurz zu Beginn ist immer wichtig, mal einmal drauf zu gucken, auf das übergeordnete Bild, jetzt hier ganz konkret Euro gegen US-Dollar. Sie sehen das hier Tag, der Kurs war runtergegangen hier bis auf die 105er-Marke, knapp nach, also 105er sage ich schon, 1,05 natürlich hier. Also Sie sehen das selber hier. Ist der Markt hier nach unten gefallen, hat von dort aus erstmal den Dreh nach oben geschafft. Und es sieht ein bisschen danach aus, was das, was wir jetzt hier sehen, als ob das durchaus Mut macht für diejenigen, die auf der bullischen Seite long sein wollen. Also durchaus ein bisschen sowas wie eine impulsive Bewegung hier nach oben. Hier kann man auch mit ungeübtem Auge so ein bisschen was erkennen. Eins, zwei, drei, ich sag mal grob vier, fünf. So sieht's hier zumindest mal nach aus. Das macht auf jeden Fall mal Sinn, so in der Nachvollziehung, das so nachzuvollziehen. Jetzt gibt es allerdings eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen bereitet. Das Tolle ist, das muss überhaupt nichts bedeuten. Also nicht nur, dass es nichts bedeuten muss, dass es mir Sorgen macht, sondern auch aus charttechnischer Sicht. Und zwar folgendes. Gucken Sie sich mal an, die Bewegung, die wir hier haben. Eins, zwei, Entschuldigung, hier ging es die erste hoch, hier nochmal runter, zwei, hier die drei, das wäre durchaus denkbar. Hier käme jetzt vielleicht eine vier. Und nach der vier hier wäre dann als nächstes ja eine fünf zu erwarten. Allerdings auch das nur, um anschließend noch viel weiter nach oben zu gehen. Allerdings, und jetzt kommt die Alternative, und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob die nicht auch noch eine Rolle spielt. Gucken Sie sich mal die erste Bewegung hier an, die wir hier haben. Die sieht latent auch dreiwellig aus. Hier gucken Sie mal hier hoch, runter, hoch. Ich weiß, hier ist dieser eine Peak drin gewesen, trotz alledem. Ich würde es immer noch nicht ausschließen, dass wir hier eine Flat-Situation haben. Das ist ein Grund, warum ich gerne immer davon ausgehe und sage, hey, fünfte Bewegungsabläufe, fünfte Wellen nicht so gerne handeln. Es sei denn auf kleinerem Bild, das gucken wir uns gleich an. Denn es könnte sein, dass es gar keine fünfte Welle mehr gibt. Nämlich, ich zähle das mal ganz grob hier. Sie wissen, für diejenigen, die Elliott-Wellen ein bisschen firm sind, ich gucke da immer ganz gerne mal drauf, weil das ein bisschen Handlungsalternativen bringt. In diesem ganz konkreten Fall wäre das hier. Wir hätten eine A nach oben, in dem Sinne hier ABC nach oben, A. Dann hätten wir eine ABC nach unten, B. Und dann hätten wir eine C-Welle, diesen Fünf-Weller, und damit hätten wir einen kompletten Flat. Alleine auch, weil der Rücksetzer so weit gelaufen ist. Gucken Sie sich mal an, wie weit der runtergekommen ist. Wenn Sie jetzt das nicht so ganz auf dem Bildschirm haben, gucken wir uns das mal an. Hier, wenn wir hier die Fibonacci Retracements mal angucken, vom Startpunkt aus, na, wo haben wir, vom Startpunkt aus hier bis zum Hochpunkt in etwa, dann sehen wir, wir sind unter die 76,4er-Marke hier gelaufen. Für diejenigen, die es auf die 78er beziehen wollen, auch darunter sind wir gelaufen, also sehr weit zurückgekommen. Insofern ist das durchaus eines Flattes würdig. Wenn Sie jetzt sagen, Flat, was erzählt er da? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Es geht im Prinzip um ein bestimmtes Verhaltensmuster, was hier im Markt immer wieder vorkommt und das hier zufällig unter anderem gerade vorkommen kann. Ich will das noch gar nicht beschreien, dass es das hier sein muss, aber es kann sein. So, und wie gehen wir mit der Situation um? Wenn Sie jetzt sagen, ich erkenne das auch, das könnte doch ein Flat sein.
Oder ist es nicht vielleicht doch ein Impuls nach oben? Oder wenn Sie sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was der hier will. In allen drei Situationen können wir uns hier mit dem Kopf aus der Schlinge ziehen, indem wir Folgendes machen. Indem wir mal gucken, wie es hier auf der untergeordneten Ebene aussieht. Wir also mal schauen, wie die Bewegung von hier ausgehend nach unten geht. Und das ist jetzt der Trick, in Anführungsstrichen, das ist jetzt eine ganz neue Erfindung, aber das ist die Geschichte. Wie geht die Bewegung von hier los? Und deshalb gehen wir hier auf eine kleinere Ecke, nämlich wenn wir von hier ausgehend, ich bleibe mal jetzt ganz kurz auf Tagesbasis noch, wenn wir von hier ausgehend jetzt auf der Abwärtsseite korrektives Marktverhalten sehen, also ein Kursverlauf, der ganz klar wackelig ist, hin und her, ABC, sage ich jetzt mal, der aber hier keine klare Richtungsentscheidung hier hat, also kein Schub dahinter hat, sondern eher, wie gesagt, korrektives Hin- und Hergewackel darstellt. Dann bin ich ja eigentlich guten Mutes, nochmal auf die Long-Seite zu gehen, wenn wir die letzten Zwischenhochs brechen. Ich zeige Ihnen das nachher an anderer Stelle nochmal. Ist der Kurs allerdings scharf nach unten unterwegs? Gucken Sie mal, sowas hier. Gucken Sie mal, sowas hier. Gucken Sie mal, hier vorne, sowas hier. Wenn wir sowas hier nach unten bekommen, dann würde mir der Mut fehlen, da auf die Long-Seite zu gehen. Im Gegenteil, dann würde ich gucken, ob wir wiederum korrektiv eine Bewegung nach oben bekommen. Hier auf dieser Zeitebene werden wir das Problem jetzt nicht lösen können. Dazu ist der Kurs hier noch zu dicht an der Oberseite. Wir gehen aber jetzt mal ruhig ein paar Zeitebene kleiner, mal einmal auf die Stunde. Dann sehen wir im Moment hier so, dass die letzte Bewegung hier nach unten, allerdings so richtig befriedigend ist die auch noch nicht. Jetzt gehen wir nochmal auf 5-Minuten-Basis. Ja, dann können wir schon sehen, wir haben zwar zügige Bewegung nach unten, auch hier zügige Bewegung nach unten, auch hier eher wackelig im Verhältnis dazu, sieht man am Steigungswinkel, das ist flacher als die Abwärtsbewegung hier. Das ist aber gerade noch nicht so richtig überlappend, also da kann man sich noch drüber streiten, aber trotzdem, noch ist die Bewegungsrichtung nach unten. Also, aber so richtig toll mit der Dynamik ist das auch nicht. Wir sehen hier so latente Überschneidungen, also insofern, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nach oben nicht noch ein paar Millimeter im Chart geht, also dass wir noch mal einen Anstieg bekommen, halte ich nicht für ausgeschlossen. Worauf also schauen? Natürlich wie so oft im Leben, wenn wir irgendwo mal einen Schub bekommen, sowas, was wir hier haben beispielsweise, dann aber irgendwie sowas mit hin und her hier runter. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass es ein bisschen deutlicher wird. Gucken Sie mal hier, eine relativ klare Bewegungsrichtung nach oben, eine relativ deutliche Hin- und Hergeschichte hier nach unten, dann erwarten wir, dass nochmal ein Schub nach oben geht. Es geht dabei gar nicht mal darum, dass das dann immer gleich ein riesiger Läufer werden muss. Das soll es gar nicht mal zwangsweise sein. Also hier hatten wir die erste Bewegung hier. Wenn wir das hier nochmal rüberschieben, dann hätten wir bis dahin auf jeden Fall mal Platz gehabt. Das ist so ein bisschen drüber gegangen. Aber Sie sehen, das Ganze funktioniert auf kleinem Bild. Hier 5-Minuten-Basis, jetzt verschiebe ich den auch noch. Ja, hier, sticky hier. So, also, dann geht das auf kleiner 5-Minuten-Basis, funktioniert das ganz genauso. Je deutlicher der Schub in die richtige Richtung geht und je korrektiver die Bewegung ist, umso lieber ist es mir, um dann entsprechend dann zu handeln. Also, das können Sie grundsätzlich in allen Fällen hier oben ziemlichen Schub nach unten, relativ wackelig dagegen nach oben. Wenn Sie einen Schub nach unten haben, aber genauso einen Schub nach oben, dann sollten Sie warten, was als nächstes kommt. Jetzt muss ich gestehen, hier gucken Sie mal, Schub nach oben, auch wenn es nur drei Kerzen sind, und wackelig runter. Aber deshalb haben wir ja schon drüber gesprochen, wir werden das gleich noch an anderer Stelle nochmal ein bisschen tiefer gehend angucken. Wir brauchen eine Art Trigger, eine Art Hinweis. Jetzt dreht der Kurs auch wirklich. Den hätten wir hier zumindest auf 5-Minuten-Basis, auf Kerzenbasis nicht bekommen, weder wenn wir die Hochschatten schneiden wollen, wenn wir Zwischenlevels noch die letzte Kerze. Der Kurs ist in einem weggesackt. Also Sie sehen, wie wichtig Trigger sind. Es reicht also nicht, sich darauf zu verlassen und zu sagen, hey, der Born hat doch gesagt, es wackelt runter, also kann ich long gehen. Vorsichtig, kann man machen. Mit dem Hinweis Chance-Risiko-Verhältnis ist das unter Umständen in Ordnung. Und wenn Sie ein hartgesottener Trader sind und auch durchaus mal mit dem einen oder anderen Verlust leben können, dann geht das ohne weiteres. Wenn Sie sagen, oh, ich kann Verluste auf den Tod nicht ausstehen,
dann sollten Sie definitiv auf Bestätigungen warten, denn die machen Ihnen das Leben leichter. Sie verpassen manchmal den idealen Punkt für den Einstieg, haben aber dafür eine etwas größere Sicherheit. Also hier in diesem Moment kann man eigentlich relativ wenig machen. Wir haben jetzt ungefähr gesehen, worauf wir achten müssen. Was anderes kann man aus meiner Sicht hier nicht sagen. Also ich finde das jetzt aus diesem Gesichtspunkt hier unattraktiv, hier irgendwas machen zu müssen. Also für mich ist das im Moment hier kein Ding, sich das noch weiter anzugucken. Bleiben wir kurz bei den Währungen. Jemand hat sich US-Dollar-Yen, ich glaube, das war sogar was Spannendes, aber ich zeige Ihnen gleich noch was anderes, was richtig hübsch aussieht. Aber jetzt machen wir erstmal US-Dollar-Yen. Gucken wir da mal drauf. Wir wollen ja gerne auch Ihre Wünsche so ein bisschen mit berücksichtigen, sofern das geht. Auch hier einmal kurz auf Tagesbasis mal schauen, was wir haben auf lange Sicht. Ja, Schubrichtung nach oben, hier korrektiv, Schubrichtung nach oben. Jetzt sind wir hier so in einer längeren Korrekturphase. Ich würde mir eigentlich wünschen, gucken Sie sich das mal an, wir sind immer noch in der Korrektur drin. Die geht zwar sehr seitwärts, zieht sich ein bisschen zusammen, aber eigentlich ist die letzte Schubrichtung nach oben und wir sind jetzt in der Korrekturphase. Also ich würde eigentlich mehr als davon ausgehen, dass der Kurs auch weiterhin nach oben geht. Es würde fundamental durchaus passen, denn wir erinnern uns, die Notenbank in Japan hat ja angedeutet, dass sie im Prinzip das Geld entwerten möchte, also den Yen entwerten möchte. Shinzo Abe hat das angekündigt. Also es gibt eine breite Front hier in Japan, die ganz klar sagt, das wollen wir so. Insofern fundamental stünde dem nichts hier entgegen, charttechnisch auch nicht. Allerdings, das muss man fairerweise auch dazu sagen, noch gibt es hier keinen Startschuss. Wir müssen ganz klar noch abwarten, was Sache ist. Nochmal einmal als Eyecatcher. Wir hatten hier einen Schub, wir hatten hier was relativ Korrektives. Hier hätte man irgendwo hier mit oder ohne Bestätigung reingehen können, mit Zielrichtung, das Ding nochmal nach oben. Danach ist es relativ flach weitergelaufen. Man hätte hier mit einem kleinen Gewinn oder mit einem größeren Gewinn die Position weiterlaufen lassen können. Darauf kommt es erstmal gar nicht drauf an. Die Methodik haben wir schon mehrmals besprochen. Ich kann es nochmal ganz grob andeuten. Wenn wir sowas haben wie hier so eine Bewegungsrichtung und wenn wir dann sehen, dass der Kurs im oder zwischen zwei parallelen Linien so mehr oder weniger in so einer Korrekturbewegung drin ist, Einstieg beim Bruch dieser Marken, das hätte hier zum Beispiel sein können, beim Bruch der oberen Marke. Ich zeige Ihnen nachher nochmal den, ich nenne den so Green Line Einstieg. Ich weiß, einige von Ihnen haben das schon mal von mir gehört, das können wir uns natürlich besser nochmal an einer anderen Stelle gucken wir uns das nochmal an für diejenigen, die das auch kennen. Da ist es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also hier wäre ein möglicher Einstieg. Man hätte natürlich auch sagen können, hey, was willst du denn? Ich gehe hier auf Fibonacci-Ebene rein. Fibonacci Retracement 50 bis 61,8 und dann hätte ich hier vielleicht auf kleinerer Intraday-Ebene was finden können. Darauf kommt es mir im Moment gar nicht so sehr drauf an. Das Wesentliche, was ich hier zeigen will, ist, wir haben eine relativ zügige Aufwärtsbewegung und da bin ich noch nicht mal Elliott-wellenmäßig hardcore unterwegs, sondern es geht eigentlich nur darum, Schubrichtung und verhältnismäßig flach. Wenn Sie es so nicht erkennen können, Tipp, zeichnen Sie sich eine Trendlinie mit rein, gucken Sie mal von da nach da, egal ob Sie es jetzt auf dieses hoch oder das beziehen, das ist aber noch ein bisschen höher. Sie sehen, es ist viel steiler, als das hier flacher ist, als das flache Teilstück hier und dementsprechend wäre eigentlich alles dafür, was hier schon für die Long-Seite gesprochen hätte. Hat sich so zwar erstmal gut ergeben, insofern alles in Ordnung, aber natürlich wäre schick gewesen, wenn es schon weitergelaufen wäre. Steht hier offensichtlich noch aus. Wie kann man hier also noch eventuell reingehen? Natürlich relativ einfach, wenn einfach die letzten Hochs hier gebrochen sind. Gucken Sie mal hier den Mauszeiger, wo der jetzt wackelt. Da haben wir letztes Zwischenhoch, hier hatten wir letztes Zwischenhoch. Theoretisch sogar hier noch, wobei ich sagen muss, das ist natürlich immer die undankbarste Position. Auf der anderen Seite, wir haben so klare Schubrichtungen gehabt. Ich gehe also durchaus davon aus, wenn hier mal der Schub wirklich kommt, und da kommen die Markttechniker jetzt raus, die Großwetterlage ist ganz klar nach oben gerichtet. Das heißt, wenn wir hier von den kleineren Zwischenwiderständen dann die durchstoßen, dann läuft die Liquidität in der Regel durch die nächsten Stop-Marken, durch die nächsten Stop-Marken und dann müsste eigentlich auch der Anschlussschub dann hier folgen, dass der Kurs dann hier entsprechend nach oben weitergeht. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir hier auf kleinerer Ebene irgendwas finden, was wir
vielleicht ganz windschnittig mal umsetzen könnten. Das mal hier weg. Ja, einmal rauszoomen zur Orientierung. Wenn ich auch dieses Chartbild hier angucke, muss ich sagen, das sagt mir nichts, das gefällt mir nicht. Das sagt, gefällt mir, hier hatten Sie eine Schubrichtung nach unten, aber Sie haben eine eben solche Schubrichtung nach oben wieder bekommen. Ja, und jetzt wieder eine Schubrichtung nach unten. Das Einzige, was mir dazu einfällt, Ihnen nochmal als kleinen Hinweis, denken Sie mal an die, ich nenne es normalerweise 78er oder 76er Trades. Das heißt, wenn Sie eine Schubrichtung in die eine Richtung haben und dann eine ziemlich ähnliche Schubrichtung in die andere Richtung im Bereich dieser letzten FIBO-Marke. Also ich habe von oben nach unten jetzt, in dem Fall, weil der Kurs ist ja von oben nach unten gelaufen, gemessen. Wenn der Kurs dann bis hierhin läuft, dann haben wir zumindest eine Chance, dass wir wieder ungefähr auf die Hälfte dieser Strecke, also das ist ungefähr an der 38er-Marke, dass wir bis dahin wieder runterlaufen. Das ist so ein Klassiker. Wenn Sie sagen, ja, klappt ja manchmal. Natürlich klappt das nicht immer, aber das Ganze hätte man hier auch nochmal versuchen können. Allerdings ist es da auch eben wieder ein bisschen knapp drüber hat er gedreht, also ist nicht ganz so weit gelaufen, aber ein Klassiker. Dynamik nach oben, ähnliche Dynamik, in dem Fall sogar noch steiler, nach unten. Dann sind das hier mögliche Einstiegspunkte, wo man da reingehen kann. Vorsichtig, es kann sein, dass der Kurs vorher dreht, hat er ja hier gemacht. Also bitte da nicht traurig sein, wenn Sie es wegen ein paar Punkten verpassen. Nehmen wir mal an, Sie wollen mit einer Limit Order hier rein. Er kann auch hier durchfallen. Stop übrigens für die Geschichte ist aus meiner Sicht entweder auf einer kleineren Zeitebene, wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt hier ja Stunde. Wenn ich hier sowas versuche, hier reinzugehen, kann ich natürlich auf einer kleineren Ebene nochmal reingehen. Wenn Sie jetzt aber sagen, hey, Stunde, wen interessiert Stunde? Ich trade das Zeug auf 5-Minuten-Basis oder noch kleiner. Das geht genauso, aber dann können Sie halt nicht nochmal eine Ebene kleiner dann wechseln, das macht dann keinen Sinn mehr. Dann liegt der Stop normalerweise dann hier, sagen wir mal, im Zweidrittelbereich aus der letzten Verteidigungslinie, hier der 76,4er ungefähr und der 100er Marke, also ich sage jetzt mal circa hier, je nachdem, wo dann natürlich auch das Tief ist, wenn ich versuche, hier direkt an der Marke reinzukommen. Also das nochmal so als kleinen Zusatzhinweis, wie man damit umgehen kann. So, ich habe es eben angedeutet. Ich gucke noch mal eben auf Ihre Fragen. Okay, wunderbar. Okay, so, also wollen wir mal weiter gucken. Ich habe was hier rausgesucht. Jetzt muss ich aber gerade suchen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, welcher der beste ist. Aber Neuseeland ist auf jeden Fall bei mir im Moment auf meiner To-Do-Liste sehr weit oben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich schaue mal die Neuseeländer an ein bisschen. Ah ja, okay. Hier haben wir Neuseeland gegen US-Dollar. Jetzt machen wir nochmal Suchen dazu. Gucken wir nochmal, was wir noch als Auswahl haben. Neuseeland. Ich meine sagen zu können, dass der kanadische dazu gar nicht schlecht war. Ich muss es jetzt aus der Erinnerung sagen. Und wir können gleich noch mal gucken. Ich glaube, Pfund war das dagegen. Oh, noch mal eine Zeitebene rausgehen hier. Einfach, dass wir das noch mal ein bisschen besser gewahr werden. Ja, hier sehen wir es jetzt auf Tagesbasis nur noch so das Ende. Wir sind ziemlich weit gelaufen in diese Richtung. Und dann haben wir einen Schub nach oben bekommen und jetzt wackelt der hier so langsam nach unten. Also das können wir nochmal auf Stunde hier uns angucken. Hier können wir es uns nochmal ein bisschen, da sehen wir nochmal so ein bisschen den Schub nach oben und jetzt geht das hier wackelig nach unten. Allerdings können das hier ruhig, ich mache das nochmal, ich schiebe den mal zur Seite ein bisschen und dann mache den nochmal kleiner. Weil wir im Prinzip das ähnliche Bild beim US-Dollar natürlich haben und mal gucken, ob wir den hier auch noch haben. Pfund gegen Neuseeland können wir natürlich auch noch mal mit dazu nehmen hier. Sie sehen also, Sie können durchaus in verschiedenen Währungspaaren immer mal gucken, ob Sie eine Übereinstimmung haben. Also Sie sehen, es ist hier wohl irgendwas mit Neuseeland. Also es ist jetzt nur exemplarisch. Wenn Sie sagen, Kiwi handle ich nicht, ist das völlig in Ordnung.
Erstens mal, wie gesagt, es geht mir jetzt mehr um das Bild, Punkt 1. Und zweitens, es geht mir darum, inwieweit Sie auch mal wechseln können zwischen diesen verschiedenen Varianten. Gucken Sie mal hier, das ist jetzt mal Pfund gegen Neuseeland. Und dann sehen Sie ganz klar 1, 2, 3, 4, 5 wellig nach unten, ziemlich dynamisch steil. Und wir sehen, dass wir jetzt hier ziemlich mühsam wackelig nach oben kommen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Situation. Wir können hier den aus dem Trendkanal mal anschmeißen. Ja, der könnte ja in etwa so aussehen. Machen wir das mal so. Sie sehen, der Kurs hier mehr oder weniger. Es geht gar nicht darum, dass wir hier das Ganze exakt haben. Auf der Unterseite, wo ich den Einstieg nachher suche, da bin ich vielleicht ein bisschen pingeliger. Aber wir sehen, der Kurs wackelt zwischen schrägen Linien, also zwischen parallelen Linien hin und her. Wir sehen, dass der hier flacher ist als die Abwärtsbewegung. Ich würde jetzt nicht unbedingt da oben jetzt short gehen. Wir müssen mal gucken. Fibo Retracements können wir natürlich auch noch uns dazu holen. Dann sehen wir, wir sind gerade bis an die letzte Verteidigungslinie gelaufen. Bis dahin ist noch alles in Ordnung. Ich wünsche mir zwar immer, das war hier zum Beispiel ein deutlicher Wunsch, dass man hier vielleicht schon hätte short gehen können, aber dann darf der Kurs halt nicht so impulsiv nach oben gehen. So, aber solange wir noch bis dahin gehen, von mir so eine Kleinigkeit überschießen, aber alles noch in Ordnung, wenn es so wackelig ist. Und das ist jetzt das Entscheidende: Der Kurs jetzt in Kürze einen Schub nach unten macht und dann aber korrektiv nach oben geht. Also nicht einen Schub nach unten und dann gleich wieder einen Schub nach oben macht. Und Sie sehen es ja: Schub nach oben, korrektiv wackelt er und dann gibt wieder einen Schub nach oben. Also es ist genau das Gleiche hier wieder. Ja? Also ich denke, wir haben beste Voraussetzungen für einen Dreh. Wir könnten das Ganze noch mal untermauern oder untermalen, wenn wir jetzt hier vielleicht sogar mit dem MACD mal gucken, ob wir hier schon divergierendes Verhalten haben. Wir sehen hier das Histogramm, Standardeinstellung. Beim MACD benutze ich normalerweise ganz gerne die Standardeinstellung. Da sehen wir, dass der Kurs hier im Histogramm schon eher fallende Hochs hat, während er hier noch tapfer weiter steigt. Machen wir mal den MACD, Vorsicht, machen wir den mal weg. Machen wir mal hier meinen anderen Lieblings, den Slow Stochastic, wenn man es richtig ausspricht, klappt es besser. So, und dann kann man da natürlich auch noch mal ein bisschen was gucken. Sie wissen, ich bin immer einer, der mit den Einstellungen spielt. Versuchen Sie ruhig mal sowas wie diese Fibo-Zahlen. Es geht aber im Endeffekt, die meisten von Ihnen wissen das, es geht im Endeffekt darum, dass wir den Indikator einigermaßen anpassen, dass der Kurs in der Vergangenheit hier einigermaßen sinnvoll gepasst hat. Wenn Sie sagen, das ist Curve Fitting, natürlich ist Curve Fitting, also es ist das Anpassen der Vergangenheit auf unsere Lieblingssituation, die wir uns wünschen. Ja klar, es ist das, aber wie anders soll der Indikator denn uns jetzt das Richtige sagen, wenn es schon in der Vergangenheit nicht gemacht hat? Also müssen wir denen schon ein bisschen dann auch die besten Voraussetzungen geben, dass das damals dann gepasst hat. Was ich hier sehe, gefällt mir jetzt noch nicht so richtig gut. Wir sehen zwar ungefähr die Hochs und die Tiefs hier, die passen, aber ungefähr ist dann doch schon ganz schön vage. Allerdings würde auch der sagen, also Long ist vielleicht im Moment noch nicht so der ganz große Hit. Wir würden auf Shorts warten. Im Moment, aber Vorsicht, bevor Sie jetzt schon auf dem Auslöser sind, es gibt noch kein Anzeichen für Short. Es ist bis jetzt nur das Setup, was wir hier haben. Also schöner Impuls nach unten, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und tolle Korrektur nach oben, ein bisschen zu weit, aber durchaus noch in dem Rahmen, den ich als akzeptabel ansehe. Insofern alles noch okay, alles noch in guter Voraussetzung. Jetzt sollte es noch zeigen. Was haben wir für mögliche Einstiegspunkte? Ich habe es gerade schon gesagt, pauschal jetzt hier irgendwo reinzugehen, vorsichtig, weil es schon so weit gelaufen ist. Ideal wäre vielleicht auf, hier sind wir auf Stunde, aber vielleicht dann auf 5 Minuten, mal einen Schub nach unten zu sehen und was Korrektives nach oben. Das würde mir Mut machen für einen Einstieg. Darauf warte ich bei diesem Währungspaar. Wer sagt, so genau kann und will ich nicht gucken, der kann natürlich sagen, Bruch durch diese gelbe Trendkanallinie. Der kann natürlich sagen, Bruch durch das letzte Zwischentief. Hier wäre eins, beziehungsweise hier wäre eins. Denn Platz hätten wir ja immerhin, müsste der Kurs ja sowieso noch hier runtergehen. Wir würden ja sowieso erwarten, dass er das hier nach unten fortsetzt. Also irgendwo bis hierhin haben wir auf jeden Fall Platz. Selbst wenn wir dann hier erst einsteigen würden, nicht optimal, gebe ich zu, aber wäre das immer noch ein Chance-Risiko-Verhältnis von, sagen wir mal, 2 zu 1, auf jeden Fall wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Das musste man dann mal gucken, wie es dann genau rauskommt. Aber im Endeffekt könnte man sagen, ordentlich, wunderbar, saubere Geschichte, wenn er denn diesen Hinweis dann eben auch bringt. Ja, also das für Sie mal als Idee, das mal mitzuverfolgen, jetzt als Augenschmeichler, damit sich Ihre Augen ein bisschen an diese Situation gewöhnen. Aber später dann vielleicht sogar als Hingucker, den Sie vielleicht dann sogar noch umsetzen können. Jetzt habe ich eben nicht aufgepasst. Würden Sie so eine Seitwärtsphase überhaupt traden, kam eben die Frage. Es tut mir leid, ich nehme an, das ging um den US-Dollar gegen Yen. Grundsätzlich versuche ich nie, Korrekturbewegungen zu handeln. Grundsätzlich ist genau die richtige, oder Euro, US-Dollar war das jetzt sogar. Aber generell ist diese Frage natürlich nicht ganz schlecht. Und zwar, kann man Seitwärtsbewegungen handeln oder kann man Korrekturbewegungen handeln? Oder mache ich das zum Beispiel? Ich persönlich bin kein großer Freund davon. Innerhalb einer Korrektur kann ich das schon machen. Schauen Sie sich das mal an. Hier haben wir noch eine Schubbewegung nach oben und wir haben hier eine A, B, C-Kiste, irgendwas Korrektives hier runter. Ja, also ganz klar, diese Bewegung mag ich an sich nicht gerne handeln, sondern ich möchte eigentlich die Schubbewegung handeln. Die kann ich ja nicht handeln, die brauche ich ja meistens als, ich sage immer, Eyecatcher, als Blickfang, damit ich es überhaupt kapiere, dass da was ist. Aber die möchte ich dann handeln. Oder umgekehrt, wenn ich diese hier gesehen habe, dann warte ich diese Korrektur ab, um dann diese Bewegung wieder mitzubekommen. Sie sehen hier auf einer kleineren Zeitebene, das ist 5 Minuten. Ja, so schnell kann man oft nicht gucken, so schnell funktioniert. Hier sehen Sie, Schubrichtung in die Richtung, wackelig in die Richtung. Ob Sie das jetzt gehandelt hätten oder ob Ihnen hier vielleicht das Setback zu gering war, der Rücksetzer, ja, mir ist er dann gerne zu gering. Ich mache nochmal ein Beispiel, gucken Sie mal, wenn ich von hier messe bis da messe, dann ist der gerade 50%, das würde ich noch sogar akzeptieren. Aber kann sein, dass ich den jetzt auch verpasst habe. Aber es gibt andere Situationen hier. Beispielsweise, Sie wissen, ich sage immer, 50 bis 61 ist eigentlich so eine wunderschöne. Es ist genau hier Schub nach unten. Es verdeckt sich jetzt vieles, aber Sie haben es ja eben gesehen hier. Machen wir ein bisschen größer hier. Schub hier nach unten. Jetzt hier korrektiv. Glauben Sie es mir, wenn Sie die Zahlen nicht lesen können. Der Kurs ist genau zwischen 50 bis 61,8 hier reingelaufen. Also insofern eigentlich gute Voraussetzung, um dann den nächsten Short mitzunehmen. Das heißt, diese gesamte Korrektur will ich nicht haben, aber Teile daraus, die eben auch wieder aus Dynamik und Korrektur sich zusammensetzen, finde ich wieder super. Die kann man handeln. Insgesamt eine Seitwärtsbewegung vermeide ich, außer ich gehe auf eine kleinere Zeitebene und versuche dort wieder die Dynamiken zu haben. Also, sprich, genau, hier schreibe ich mal C-Setup, genau. Es geht mir grundsätzlich darum, dass ich nie die Korrektur bewege, sondern dass ich auf welcher Zeitebene auch immer, ich kann auf jede kleine runtergehen. Das ist ja das Schicke mit diesem Ansatz. Und zwar ganz egal, mit dem Indikator, mit den Fibonaccis, mit diesen Elliott-Wellen-Quatsch, den ich die ganze Zeit da erzähle, mit den Dynamik-Korrektur-Dingern, mit den Trendlinien, ganz egal, welche Hilfsmittel Sie nehmen, Sie können das auf allen Zeitebenen machen. Das heißt, wenn Sie sagen, das ist aber blöd im 5-Minuten-Chart, dann gucken Sie sich das auf dem Minuten-Chart. Ah, ein bisschen arg kurz. Theoretisch geht das. Müssen wir gucken, ob das Spread das erlaubt. Bei vielen Währungspaaren ist das in Ordnung, aber bei manchen muss man natürlich zugeben, ist das schon ganz schön ambitioniert, wenn das ein Nebenwert ist, sowieso. Aber das kann auch vielleicht mal auf einer Stunde gut funktionieren, auf dem 15-Minuten-Chart. Tun Sie sich selber einen Gefallen, handeln Sie nicht immer nur eine Zeitebene, sondern handeln Sie das, was Ihnen der Markt gerade anbietet. Denn Sie sind ja an dem Produkt an sich gar nicht interessiert, Sie sind doch Händler. In Wirklichkeit sind Sie doch ein Zwischenhändler. Sie sind doch an einer einzelnen Position überhaupt nicht interessiert. Sie sagen sich doch, wenn ich einen guten Preis kriege, mache ich mit. Das ist doch Ihr Ding. Sie sagen ja nicht, dass Sie sich das fürs Album kaufen. So, also, das Ding haben wir durch. Das wollte ich Ihnen zumindest mal gezeigt haben. Erstens, damit Sie mal sehen, wie man da rangehen kann. Auch um das mal zu vergleichen auf den verschiedenen Zeitebenen beziehungsweise auf den verschiedenen Märkten. Jetzt Neuseeland gegen US-Dollar hat ja auch eher einen Schub nach oben. Jetzt hier relativ im Vergleich dazu wackelig nach unten. Ich muss allerdings auch sagen, wir kommen weit nach unten. Deshalb muss er dann auch wirklich da was bringen.
nach oben. Ja, aber das Prinzip bleibt immer das gleiche, ob Sie das auf diesem Währungspaar, auf dem anderen Währungspaar, Long oder Short, das hängt natürlich davon ab, Pfund war gegen Neuseeland, während Neuseeland gegen US-Dollar bzw. Neuseeland gegen kanadische, da ist es dann natürlich umgekehrt. Ja? Das sehen wir hier zum Beispiel, Neuseeland gegen Kanada ist relativ flach jetzt hier die Korrektur, aber Sie sehen auch, dass diese Korrektur, naja, nun wirklich eindeutig eine Korrektur ist, die wir jetzt hier haben. Allerdings, und das ist das Traurige, wir sehen, dass es jeden dynamischen Anstieg, den wir hier hatten, also das wäre hier für mich schon das, wenn ich nicht hier unten einsteigen will, ja, was ja theoretisch hier Trendkanal, ein bisschen tiefer hätte ich mir gewünscht, wenn ich den aber verpasse, weil er eben nicht mehr hier unten war, ich mache es nochmal kurz, weil manch einer sagt sich, das ging mir zu schnell, der quatscht immer so viel, aber zeigt nichts. So, also. Ungefähr so ist die obere Trendlinie und die untere ist dann so. Ich habe es ein bisschen versaut da oben, aber im Wesentlichen ist das so. Eigentlich hätten wir uns gewünscht, dass der Kurs nochmal hier runterkommt. Hat er nicht gemacht, der Saukerl. So, das heißt, hier unseren Lieblingseinstieg hätten wir gerne gesehen, haben aber nicht gekriegt. Warum? Weil wir den ja verpasst haben. Gerade habe ich es ja erzählt. Der Kurs hat ja vorher gedreht. So, jetzt würde ich aber, wenn der Kurs dann wirklich so eine schöne Dynamik macht, würde ich sagen, okay, was soll's? Pfeifen wir doch auf den Rücksetzer hier. Wenn er so eine schöne Dynamik macht, machen wir mit. Wenn er dann korrektiv hier runter geht, hat er aber in dem Fall nicht gemacht, sondern er ist zügig nach unten gegangen. Und Hinweis, Sie sehen, 78,6er Trades oder 76,4er, also die letzte Verteidigungslinie, klappt nicht immer. Hier hätten Sie eingezahlt. Also nicht, dass Sie nachher sagen, ja, Mensch, hier, boah, das klappt, müsste doch eigentlich immer klappen. Nee, ja, leider nicht. Ja, aber es ist ein zusätzlicher Hinweis, wenn Sie sagen, oh, das sehe ich ganz oft, dann sollten Sie sich das mal zumindest mal mit auf Ihrer Trading-Agenda mit draufnehmen. Ja, wir können das vielleicht an anderer Stelle noch ein bisschen mal üben. Aber heute will ich den Fokus nicht drauf machen, weil das eigentlich nicht der wichtigste oder sinnvollste Handelsansatz ist, den man nachmachen sollte. So, aber wir sehen Schub nach oben, aber gleichzeitig noch Schub nach unten. Also diese Trendlinie ist im Prinzip schon obsolet. Das hat sich schon so gezeigt, sondern wir brauchen irgendwas, was möglicherweise so ist. Und das kommt ja auch der eigentlichen Natur dieser Bewegung eigentlich viel näher. Das heißt, entweder jetzt den Bruch nach oben, das wäre für mich Nummer eins, oder aber Schub und dann internen Korrektur runter und dann wieder den nächsten Schub, wäre genauso toll. Dann nehme ich notfalls auf einer kleineren Zeitebene, auf der man das Ganze dann handeln könnte, zum Beispiel dann auf 5-Minuten-Basis, wenn der Kurs das macht. Noch macht er es aber nicht. Sie sehen es, klar, tolle Bewegung nach oben, aber ziemlich einheitliche, eindeutliche Bewegung nach oben. Umgekehrt, wenn Sie sowas jetzt wieder sehen, dann brauchen Sie gar nicht so enttäuscht zu tun, sage ich jetzt mal. Nein, also dann brauchen Sie nicht enttäuscht zu sein. Natürlich ist es doof, weil Ihre Bewegung, ah, wann kommt jetzt endlich der Ausbruch? Aber Sie können doch die Zeit gewinnbringend nutzen, indem Sie sagen, oh, das ist so eine schöne Abwärtsbewegung. Wackelt er jetzt hoch? Nehmen Sie doch nochmal einen Zwischenshort mit. Ja, also das geht natürlich ganz genauso. So, was haben wir noch hier? Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt wollen wir noch ein paar Minuten mal auf DAX und Co. gucken, weil sich das auch ein paar gewünscht hatten. Also Sie sehen, ich habe mir hier verschiedene Watchlisten gemacht. Die Global Watchlist brauchen wir jetzt wieder dafür. Und gucken wir mal. Bund hatte sich jemand gewünscht, das können wir gleich gerne auch nochmal machen. Ich habe jetzt hier den DAX mir ausgesucht. Also den 1-Euro-Kontrakt, weil ich weiß, dass viele jetzt gerade private Händler den ganz gerne handeln. Allerdings Main Session, damit ich hier auch wirklich nur die Daten bekomme, wo der Kurs gehandelt wurde. Und jetzt nicht die Nachtdaten, die ja sehr, sehr praktisch sind, wenn Sie einen Stop über Nacht haben und keine Lust haben, dauernd mit Gaps ausgestoppt zu werden am nächsten Tag. So können Sie zu dem Preis theoretisch die Position schließen, im Gewinn oder Verlust, je nachdem, aber den Sie wollten, ohne dass Sie die Angst haben, dass Sie dann Gap aussetzen müssen. Ich denke, hier müssen wir nicht mehr lange über die Geschichte reden. Da haben wir schon hinlänglich immer wieder drüber gesprochen. Ist nichts Neues im Westen. Wir sehen, dass der Kurs seit dem alten Hoch, was wir hier hatten, relativ korrektiv nach unten gekommen ist. Und jetzt gilt es eigentlich hier vom Mai ausgehend, was war es, 6. Mai, 7. Mai, 7. war das Tief, hier zu gucken, was der Kurs von dort ausgehend nach oben jetzt mal auf dem Kasten hat.
So, und dazu schauen wir uns das Ganze natürlich mal hier auf einer kleineren Ebene an. Gucken wir mal auf Stunde. Gucken wir mal 7. Mai. 7. Mai, das war das. Schub geht schon mal nach oben. Dann aber wieder ABC nach unten. Sehr weit, ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber auch hier, ich kann es nur immer wieder sagen, gucken Sie auf solche Sachen. Es ist einfach, dass Sie so ein Auge dafür kriegen. Es hilft Ihnen, wenn Sie solche Marken ansteuern wie hier jetzt und so Symmetrielevels beispielsweise. Schubrichtung nach unten, dagegen wackeliger nach oben. Eher nochmal mit der Short dann, mit der Chance, hier nochmal in den Short reinzugehen. Ich gebe es zu, der war sehr weit unten. Ich bin persönlich hier unten auch nicht long gegangen. Ich war allerdings auch auf andere Sachen konzentriert in dem Moment. Also ich bin da nicht immer auf diesen Markt dann unterwegs, zwangsläufig. Aber einfach, dass man mal so sieht, wie gesagt, wenn er so weit runtergekommen ist, dann muss man nicht zwangsweise long, dann gehen. Aber wie gesagt, das Prinzip bleibt ja immer das gleiche. Da ändert sich da im Wesentlichen nichts daran. So, dann die Aufwärtsbewegung, die wir jetzt haben. Auch hier wieder Schub eher nach oben. Allerdings auch wieder eine Gegenbewegung hier runter. Also im Moment gute Chancen, dass wir einen Schub nach oben mal bekommen. Aber noch vielleicht eine Idee zu früh. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, die Amerikaner, die sind relativ zügig auf dem Weg nach oben im Moment. Insofern haben wir eigentlich beste Chancen, dass wir auch nach oben ausbrechen. Also ich suche durchaus nach Longs, denn wir haben es eben auf Tagesbasis aus den Augenwinkeln zumindest gesehen. Eigentlich haben wir alles gehabt für eine ordentliche Korrektur. Wir sind ziemlich weit runtergekommen im Verhältnis. Also hier zweite haben wir mal gesagt, hier vielleicht die vierte Welle. Also eigentlich sollten wir jetzt damit rechnen, dass wir die alte Hochmarke mal so langsam wieder durchstoßen. Und als Initiation kann natürlich gelten, jetzt gehen wir mal auf wieder von mir aus erstmal Stunde, kann natürlich gelten, wenn wir diese alten Zwischenhochs, hier hatten wir eins, jetzt sogar noch besser, dieses Hoch hier nach oben toppen. Wem das, und ich kann mir vorstellen, das ist für viele der Fall, wem das hier zu weit ist und sagt, ach oh Gott, wer soll denn hier mit so einem Stop hier arbeiten? Der kann natürlich, sobald wir diese Marken durchstoßen haben, jetzt dann sagen, hey, jetzt kann ich doch auf meinem 15 Minuten oder 5 Minuten Chart genau das gleiche wieder tun, nämlich Schubrichtung beim nächstmöglichen, möglichst korrektiven Rücksetzer reingehen, Fibonacci zur Hilfe suchen, dass der Rücksetzer vom Ausmaß her einigermaßen passend ist, gleichzeitig welchen Indikator Sie auch immer nehmen dafür. Ja, Sie wissen, ich gucke ganz gerne bei, wenn ich auf Divergenzen gucke, auf den MACD. Ansonsten gucke ich gerne auf den angepassten Slow Stochastic. Sie können natürlich auch gucken, dass Sie zur Not sogar mit dem Durchschnitt arbeiten können, indem Sie einfach sagen, wir haben große Abweichungen und der Kurs sollte von diesen Abweichungen zurückkommen. Ja, also wenn der Kurs jetzt allerdings, Sie sehen schon, hier auf dem 20er, der ist jetzt natürlich sehr eng, ja, oder 10er ist es sogar. Also Sie sehen, der folgt dem extrem eng. Wenn Sie aber jetzt hier mal sagen 20er oder dann ist immer noch relativ eng, muss man sagen. Aber wenn Sie hier einen Indikator nehmen, der auf ein bisschen größere Bewegungen mal aus ist, nur dass Sie mal so ungefähr, gucken Sie mal, der Kurs kommt ja immer wieder an diese Marken zurück. Er prallt ab, das muss aber nicht unbedingt sein, dass er an diesen Marken abprallt. Jetzt könnte ich jetzt eine Stunde darüber reden, wie toll das hier passt. Darum geht es mir aber nicht. Es geht darum, dass der Kurs pendelt um diese Marken. Und wenn der Kurs hier irgendwo mal runterkommt, dann sind wieder neutrale Positionen. Ist der Kurs wieder ein bisschen neutralisiert, also dieser Ausweicher. Ich mag es persönlich lieber, die Argumentation über die Fibonaccis, weil Fibonaccis zudem ein sehr professionelles Tool sind und viele Institutionelle sich daran orientieren. Und sie dann auch gar nicht in die große Notwendigkeit kommen, hey, welchen EMA, also exponentiellen Moving Average, soll ich denn dann auch gleich nehmen? Soll ich den 100er nehmen, den der Born jetzt hier mal in den Raum geworfen hat, oder warum doch nicht den 50er? Aber Sie sehen schon, der Rücksetzer hier ist natürlich relativ gering. Aber ist nicht von der Hand zu weisen, auch das wäre ja denkbar, dass der Kurs zumindest mal, aber bis dahin zurückfällt, wäre ja zumindest mal nachvollziehbar. Also so würde ich normalerweise immer an die Sachen rangehen, beziehungsweise würde ist gut, so gehe ich normalerweise immer an die Geschichten ran. Und das
Und das ist das Schicke, ganz egal, was es für ein Markt ist. Und wenn der Markt eben in der Phase ist, wo das gerade nicht sinnvoll zu sein scheint oder zu funktionieren scheint, dann ist das auch okay. Er zeigt mir ja zumindest an, dass das im Moment nicht geht. So, jetzt wollen wir mal gucken, weil das ist nicht so uninteressant ist. Der Bund weiß von vielen vernachlässigt, der hat ja eine heftige Bewegung gemacht. Gucken wir nochmal. Ich meine jetzt nicht die Aufwärtsbewegung, sondern nachdem wir hier oben die 160 überschritten hatten, sind wir auf 152 ungefähr runtergebrochen. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr auf Tagesbasis, ich gebe es zu, eine sehr dynamische Abwärtsbewegung gehabt und hätten jetzt ausgehend von hier eigentlich eine schöne Korrektur zu erwarten, die irgendwo wieder in die Mitte reinläuft. Wir können uns hier diese Marken, hier gucken Sie mal, da waren Zwischentiefs in etwa bei 156, das könnte ich mir wunderschön vorstellen und ich muss kein Kopfrechenkünstler sein, das liegt ungefähr in der Hälfte zwischen 52 und 160. Ja, also insofern hätten eigentlich eine gute Voraussetzung, dass der Kurs bis hierhin liefe, möglichst korrektiv idealerweise, um dann von dort aus wieder zu drehen. Das wäre, sage ich jetzt mal, für meinen Geschmack ein Wunschszenario und das noch idealerweise möglichst korrektiv. So, für alle Fetischisten des kurzen Trades wollen wir mal gucken, ob wir hier auf einer kürzeren Ebene was sehen. Allerdings muss ich sagen, hat der Kurs da jetzt nicht im Moment den Drive, den ich ihm gerne wünsche. Gucken Sie sich mal das Ding an. Handeln, ja oder nein? Nö. Ja, also gar nicht drüber nachdenken. Es macht keinen Sinn, das Ding zu handeln. Das ist eine ganz klare Korrektivbewegung. Hier weiß im Moment niemand so richtig, was er will. Wenn es die anderen nicht wissen, warum sollen Sie es dann mit Ihrem Geld machen? Ja, tun Sie sich das nicht an. Aus meiner Erfahrung. Sie kommen hier nur zwischen die Räder. Natürlich kann der hier irgendwo mal dann ausbrechen und dann läuft er dann auch. Ja, kann ich Ihnen 100 Beispiele zeigen. Nur solange er es eben nicht macht, blöd. Ja, lassen Sie die Finger davon. Das macht keinen Sinn. So, was waren denn noch auf der Wunschliste? Jetzt wollen wir mal gucken. Genau, jemand hatte noch gerade gefragt, ist das die Abweichungsanalyse? Sehr gut. Das war das mit den gleitenden Durchschnitten. Ja, Abweichungsanalyse. Können wir vielleicht gleich nochmal irgendwo an einer anderen Stelle bringen, wenn Sie sagen, so schlecht ist das gar nicht. Eine Sekunde, ich überlege, fliegt nochmal gerade hier ein, zwei Fragen. Holen Sie sich was zu trinken, so lange kurz. Okay, also ich sehe schon, da kommt noch eine komplizierte Frage. Muss ich mal gucken, wie ich die einbauen kann. Eine Frage zum Beispiel, aber ich lese sie mal ganz grob vor oder ich übertrage sie mal so ungefähr. Stop-Loss ist ein ganz großes Problem für viele Leute. Ich werde gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen, wo man idealerweise mit seinen Stop-Loss landen sollte oder wo man die hinlegen sollte. Eine Sache ist natürlich die Psychologie. Aber eins ist ganz wichtig, Sie sollten immer, das ist aus meiner Sicht eine Grundbedingung, anders sollten Sie nie rangehen. Sie sollten immer irgendwo mit dem Stop arbeiten. Und wenn Sie sagen, ich kriege es manuell nicht hin, dass ich hier manuell rausgehe, dann setzen Sie sich das als eine Stop-Order. Glauben Sie mir, es ist in viel weniger Fällen der Fall, dass der Broker Sie da abholt, also da bin ich bei Aiono sehr sicher, als man das sich vorstellt. Also machen Sie sich da nicht zu viele Sorgen, dass der Stop, wenn Sie den schon reinsetzen, dass der, sagen wir mal, abgefischt oder sonst irgendwas wird. Es ist viel häufiger so, dass der Markt natürlich von alleine auch schon weiß, wo Sie Ihre Stop-Marken setzen, weil das typische Marken sind, wo eben viele Marktteilnehmer ihre Levels gerne setzen. Das Entscheidende ist aber, ist Ihre Idee noch gültig, ja oder nein? Das sollte darüber bestimmen, wo Ihr Stop zu liegen hat, grundsätzlich. Und das hat den ganz großen Vorteil, wenn Sie sich an diese Maßgabe halten, dass Sie immer einen Stop haben, dann passieren keine Überraschungsverluste in dem Sinne, dass man sagt, ach Gott, jetzt habe ich die Verluste wieder, war ich zu feige,
die wieder zu schließen, die Position. Ich wollte sie eigentlich lieber aussitzen und jetzt ist es einmal ist ein kleiner Verlust, ein Riesenverlust geworden. Ja, also das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, wir machen da idealerweise mal so ein, zwei Beispiele dazu. Ich glaube, das ist immer nicht so schlecht. Schweizer Franken sehe ich jetzt hier gerade. Gegen was denn? Wenn sich das jemand noch wünscht, dann soll er auch sagen, gegen was er sich das wünscht. Dann können wir da nochmal eben drauf gucken. So lange gucken wir nochmal auf die Wall Street. Haben wir da nochmal einen Blick drauf geworfen, denn dort sah es gar nicht so übel aus, was das neue Hoch angeht. Allerdings muss man dazu sagen, also hier sehen wir schon, wir sind wieder nach oben raus. Kaufen, ja oder nein? Was sagt das Rateteam? Also ich sage schon mal meine Meinung dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment kein überzeugter Käufer im US-amerikanischen Markt. Ich weiß nicht, aber bis jetzt gucken Sie sich mal das an. Die meisten Tops, die wir hatten, hier war ein altes Top, wir sind drüber gegangen und danach wieder runter. Wir sind über dieses alte Top gegangen und danach wieder runter. Ja, also wir haben zu viele falsche Ausbrüche gehabt. Hier ging es mal ein bisschen weiter, aber so richtig Vortrieb hat der Markt auch über lange Zeit nicht bekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier, dann haben wir das alte Top überschritten, dann ging es erstmal runter. Das ist für mich noch nicht überzeugend, nur weil wir das da nach oben rausgenommen haben. Und auch der Bewegungsablauf kommt zwar hier mit dem Schub, aber das Ganze, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so richtig ein gutes Gefühl hier nach oben, muss ich gestehen, habe ich hier ehrlich gesagt nicht. Ich will es noch nicht beschreien, aber auf lange Sicht, auf dieser Basis würde ich noch nicht operieren. Aber auf der anderen Seite, wir haben ein altes Hoch gerissen und wir können natürlich aufgrund dieser Basis, ich mache jetzt mal das extrem bullische Bild, gucken Sie sich mal an, sind hochgegangen. Danach haben wir eine Korrektur erlebt. Dann sind wir von diesem Tief in diesem, nach dieser Korrektur wieder hochgegangen, haben wir eine Korrektur erlebt. Dann wieder hochgegangen, eine Gegenbewegung hoch. Also es wäre schon denkbar nach oben. Aber, und das ist jetzt das Tolle, jetzt können wir hier genau das Gleiche wieder machen. Gucken wir mal auf den kleineren Ebenen. Solange der Kurs Schübe nach oben macht und anschließend wackelig nach unten geht, können wir versuchen, das ganze Ding zu kaufen. So, jetzt machen wir mal ein konkretes Beispiel. Normalerweise, und da bin ich ein ganz großer Anhänger, rede ich ja davon 50 bis 61,8. Jetzt sieht aber schon das bloße Auge, dass der ja nicht 50 bis 61,8 runtergelaufen ist. Machen wir das mal hier, mal Butter bei die Fische hier. Tolle Reden schwingen kann jeder. Wir sehen, dass der Kurs hier nur 38 runtergelaufen ist. Ja? Wir sehen, dass das hier vorne durchaus funktioniert hätte. Der Kurs war hier nach oben gegangen, zugegeben noch sehr mühsam hier unterwegs. Ja, also wenn ich mir das hier angucke, das war noch alles andere als eine echte tolle impulsive Bewegung. Aber anschließend ganz klar hier ABC Korrektivbewegung runter. Und die Bewegung war auf jeden Fall noch, gucken wir es uns nochmal an, Fibo-mäßig, Startpunkt, Endpunkt. Zwar mehr als 50 bis 61,8, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten, weil ja schon die erste Bewegung bis zur 61er gelaufen ist. Ja, dann muss ich auch damit rechnen, dass die nächste noch bis an das letzte Maß der Dinge hier rangegangen ist. Ja, also in dem Fall hier bis an die 61, an die 76,4er Marke dann ranläuft. Das ist also dann ja auch nicht wirklich überraschend, dass der Kurs das dann überschießt. Logisch, ja, also ich denke, das ist für jeden nachvollziehbar. So, die 50 bis 61,8 oder respektive das Mehr in diesem Fall, was wir dann vielleicht sogar akzeptieren wollen, gilt natürlich immer für den Start einer echten Bewegung. Jetzt gucken wir uns das mal an. Jawohl. Naja, jawohl ist vielleicht sogar übertrieben. Ja, also das nehme ich nochmal fast wieder zurück, aber hier war zumindest mal eine Aufwärtsbewegung und das Ding ist ja nach unten gelaufen. Nee, das mit dem Jawohl, das ziehen wir gerade wieder zurück. Also Sie sehen, so schön ist wäre dieser Trade auch nicht gewesen. Ich meine, wäre jetzt toll gewesen, wenn man da reingegangen wäre. Und ja, wir hätten da eine Hammer-Situation, da hätte man schon reingehen können. Aber es ist eben nicht meine Standardsituation, sondern ist das, was ich sage, sagen wir mal, diese Add-ons, die man ganz gerne mal zwischendurch handeln kann, wo man sagt, okay,
Das geht zur Not auch. Eine ähnliche Situation ist eben dieses hier. Wir haben eine Aufwärtsbewegung, eine Schubrichtung und wir haben hier eine Gegenbewegung, die tendenziell eher wackelig ist. Und wir können dann sagen, okay, solange der Kurs eben hier in dieser Abwärtsbewegung hier verweilt, ist alles nicht so toll für einen Einstieg. Sobald wir dann aber den Trendkanal verlassen, den Trendkanal finde ich in dem Fall nicht so schick, weil wir hier die Unterseite nicht gesehen haben. Ja, weil die Trendkanal-Unterseite, machen wir das jetzt mal, Trendkanal-Unterseite, die ist ja so ungefähr verlaufen. Das passt aber mit oben wieder nicht. Also Sie sehen, der Trendkanal ist in diesem Fall nicht so schön. Insofern würde ich diesen Einstieg hier normalerweise nicht nehmen. Was ich aber machen würde, ist den Einstieg dieses Zwischenhochs hier. Ich mache mal hier die Linie rein. Klar, ich höre schon die Unkenrufe. Ja, aber der unten wäre doch viel besser gewesen. Ja, in diesem Fall ja, jetzt wo wir es im Nachhinein wissen. Aber der wäre sowieso besser gewesen, wenn wir hier unten eingestiegen. Also blöderweise manchmal, wenn man es im Nachhinein weiß, ist natürlich das eine oder das andere dann vielleicht die bessere Variante. Blöderweise wissen wir das eben nicht immer. Der eigentlich sinnvollere, sichere Einstieg wäre aber dann das letzte Zwischenhoch, was wir hier hatten. Das heißt, es wäre quasi ein Einstieg hier mit Stop eben hier unten drunter. Aus meiner Sicht. Ja. An sich, wenn der Trendkanal schön ausgebildet ist und wir also auch hier uns wieder da unten nähern und ich den Trendkanal also dann für ernst nehmen kann, auch als wirklichen Kanal, dann würde ich tatsächlich auch beim Bruch dieser Marke also schon hier versuchen, den Einstieg zu haben. In diesem Fall bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber auch darüber kann man eine Stunde referieren, darüber kann man je nachdem, ob man jetzt sagt, aber hier, wenn ich noch den Indikator dazu genommen hätte, dann hätte ich die Information schon schneller gehabt. Ich mache jetzt nochmal den Stochastik. Ich gleiche ihn nochmal so ungefähr an. Also das ist immer eine meiner tendenziellen Standardeinstellungen, weil sie oft passt. Gucken wir uns das mal an. Also hier war es nicht so schlecht. Das Tief hat er nicht so schlecht erkannt. Das Hoch ein bisschen verzögert hier. Ich mag es gerne, wenn er drei, maximal vier Kerzen später ist, aber so hier ist er auch relativ pünktlich gewesen. Da war er eine Idee zu früh, aber das war eine grottenhässliche Kerze. Das lassen wir mal eine Ausnahme durchgehen. Hier war er wieder gut. Also ich sag mal, diese Einstellung ist nicht so schlecht. Und die hätte aber auch erst ab dieser Kerze gesagt, naja, dann mach mal hier wieder die Long-Richtung. Also Sie sehen, auch dieser Indikator jetzt hier, so wie ich ihn jetzt mal eingestellt habe, wie er durchaus passend war in der jüngeren Vergangenheit, muss nicht immer gleich an der besten Stelle den Einstieg finden. Darum geht es nicht. Ja? Entscheidend ist aber, dass wir zumindest überhaupt irgendwo reinkommen und dass es nicht die blödsten Situationen sind, um wie wir reinkommen können. Ja? Insofern. Das ist aus meiner Sicht ganz interessantes Beispiel nochmal. Stopp, wie gesagt, für diese Variante dann natürlich bitte nicht unter der 78,6er oder 76,4er Marke Fibonacci-mäßig, sondern der Stopp muss dann natürlich unter das Tief hier, weil sonst kommen Sie ja auf Chance-Risiko-Verhältnisse, die sind sowas von unterirdisch, das macht ja überhaupt keinen Sinn und schon überhaupt keinen Spaß, das zu handeln. Ja, also das ist wichtig, solche Sachen zu machen. Stopp, in dem Fall da drunter. Und das würde ich dann auch schon gleich hier reinlegen und dann sagen, okay, fire and forget. Die Position habe ich reingelegt. Ich kann mich gerade um die nächste Sache kümmern. Das ist ja auch das Tolle, wenn Sie den Stopp schon von vornherein reinsetzen. Egal, was dann passiert. Sie können dann immer noch sagen, ist mir letztlich ganz egal, was der Markt da macht. Ich habe meinen Stopp gesetzt. Passieren kann nicht großartig mehr was. Ich gucke jetzt mal, was diese oder jene Währung macht. Ja, das macht also durchaus auch Sinn, nach diesem Schema davor zu gehen. Okay, jetzt habe ich das mit den Schweizer Franken ja auch verstanden. Jawohl. Brauche ich jetzt aber nicht zu erwähnen, weil das aus der Situation gerissen ist. Aber ganz lieben Dank dafür. Also Stopp setzen, es macht immer Sinn. Jetzt übrigens für all diejenigen, das ist eine interessante Geschichte. Wir haben ja jetzt nach oben wenig Ziele. Und jetzt, wenn ich so eine Situation habe, dass der Kurs jetzt hier, wir sehen das, der Indikator sagt jetzt hier vorsichtig, wir machen jetzt hier eine Top-Bildung. Das heißt nicht unbedingt, dass man seine Position gleich schließen sollte. Ja, der Kurs läuft ja hier noch weiter. Aber
Man kann jetzt sagen, ich nehme von mir aus schon die Hälfte der Position, schließe ich, wenn wir jetzt die letzte Kerze nach unten gestoßen. Das wäre jetzt hier sogar noch besonders hübsch gewesen, wenn das noch ein Shootings da ist. Aber auch hier sehen Sie, lassen Sie sich triggern. Also lassen Sie den Kurs sich auch wirklich drehen. Er fällt ja noch nicht. Also es gibt noch überhaupt gar keinen Grund, hier rauszugehen. Also aus meiner Sicht eine sehr schöne Vorgehensweise, insbesondere für diejenigen, die sagen, hey, ich mag gerne schon mal ein bisschen was beiseite gelegt haben. Sobald, wenn Sie in einer Position drin sind, der Indikator Ihnen hier wieder in die Gegenrichtung läuft, so wie hier jetzt, dann haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel die Hälfte der Position oder zumindest ein Drittel glatt zu stellen, sofern der Kurs auch tatsächlich dreht. Das heißt, den Stop dann dafür unter die letzte Kerze nachzuziehen. Ja, das können Sie ja relativ einfach machen, auch durch Positionen glatt stellen. Ich habe das die letzten Male hier schon mal erwähnt. Jetzt macht es im Moment keinen Sinn, weil ich keine offenen Positionen habe. Das Beispiel können wir dann nächstes Mal gerne dann noch mal ein bisschen exerzieren, wie das dann technisch geht. Aber im Zweifelsfall einfach auf Position reduzieren drücken, die Stückzahl eingeben, zum Beispiel die Hälfte der Kontrakte oder ein Drittel, um dann zu sagen, sobald der Kurs dann wirklich den Dreh macht, gehe ich nach unten raus. Das Schickste ist jetzt natürlich, wenn der Kurs in Anbetracht dieser Geschichte jetzt hier seitwärts geht, gleichzeitig der Indikator aber nach unten kommt, dann haben wir nämlich sowas wie eine, ich habe das mal gelesen, Slingshot-Situation. Fand ich hervorragend, weil es genau das widerspiegelt, was wir eigentlich brauchen. Nämlich, der Indikator müsste ja eigentlich runterkommen, macht er aber nicht. Entschuldigung, der Kurs müsste eigentlich runterkommen, macht er aber nicht. Er geht möglicherweise zur Seite. Gleichzeitig geht der Indikator nach unten. Damit lädt sich die Situation aber auf. Und wenn dann der Kurs weiter nach oben geht, dann kommt sogar ein Schub nach oben. Also dann reden wir nicht nur von ein bisschen Bewegung, sondern dann reden wir davon, dass wir einen echten Schub in die Trendrichtung, also in die Bewegungsrichtung, die wir vorher hatten, zu erwarten haben. Also das ist auf jeden Fall interessant, wenn Sie sowas sehen. Also, wenn der Indikator wieder zurückkommt, der Kurs aber nicht ebenfalls zurückkommt, sondern sich eher zur Seite entwickelt, dann haben wir sowas wie eine Slingshot. Ein bisschen haben wir die Situation hier. Gucken Sie mal hier. Der Kurs ist hier nach oben gegangen. Der Indikator sagt, eigentlich müsste er jetzt wieder tapfer nach unten gehen. Im Wesentlichen ist der Kurs aber eher zur Seite gegangen. Und wenn der Indikator dann wieder nach oben zeigt, dann haben wir den Schub, die Power, dass dann sogar eine ganze Menge kommt. Achten Sie mal darauf. Ja, also es ist eine hervorragende Geschichte. So ein bisschen sieht das in diese Richtung aus. Hier war die Bewegungsrichtung. Laut Indikator müsste der Kurs eigentlich wieder deutlich fallen. Er fällt aber nur ein bisschen, geht mehrheitlich nach rechts. Und wenn der Indikator dann wieder auf Alarm geht, dann ist das die Schubrichtung, die dann andeutet, hey, jetzt geht's nochmal richtig los. Also, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort nochmal, denn das ist eine tolle Hausaufgabe, darauf mal ein bisschen zu achten. Wenn Sie sagen, hey, das fand ich gut, aber doof, dass es jetzt nur in den letzten paar Minuten vorkam, machen Sie sich eine kleine Notiz und im nächsten Webinar können wir da nochmal genauer drauf eingehen, denn das ist eine sehr attraktive Geschichte und auch eine, die viele bei Indikatoren nicht so sehr auf ihrer Liste haben, sondern was leider eigentlich sehr gerne vernachlässigt wird. So, ich sage herzlichen Dank. Zeit ist um. Es geht meistens aber schneller, als man das sowieso gerne hätte. Also das tut mir natürlich leid. Ich hoffe, ich habe aber die meisten Fragen von Ihnen beantwortet und Sie sind eigentlich ganz zufrieden und glücklich, dass es jetzt auch zu Ende ist. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Wir sehen uns hier an dieser Stelle irgendwann im Juni. Wie gesagt, ich weiß den genauen Termin noch nicht. Schauen Sie auf der Webseite von Ayondo, www.ayondo.de oder auf meiner Webseite. Dann können Sie relativ schnell rausfinden, wann die nächsten Termine mit mir sind. Beziehungsweise auf der Ayondo-Seite natürlich die anderen Webinare, die da noch folgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine angenehme Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihnen alles Gute.